Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute machen wir mal eine Lammajun-Version und zwar eine ganz einfache, ganz schnelle. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo es wirklich ausführlich ist mit Fladen selber machen und. Heute Fokus schnell und trotzdem super lecker. Freut euch drauf. Die Zutaten seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Unterm Video, da steht hier aufklappen und darunter klickt ihr mal. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Ja, wir haben hier ein paar Zutaten. Sieht aber eigentlich wilder aus, als es tatsächlich ist, weil wir eigentlich fast alles auch in den Mixer schmeißen oder in die Küchenmaschine. Wir wollen also wirklich nicht viel Arbeit damit haben. Aber ein bisschen Geschmack müssen wir natürlich trotzdem dran kriegen. Wenn ihr jetzt... ich sag mal, Fladenbrot kauft, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei unserem türkischen Supermarkt, den wir haben, da gibt es eine ganze Reihe verschiedene, wirklich viele, viele verschiedene. Was ich bevorzuge, ist dieses Dürüm-Fladenbrot, also eine Weizentortilla letzten Endes. Oder ihr könnt auch diese geschmacklich super guten, sehen schon ein bisschen rustikaler aus, Fladen wählen. Ich hole mal einen raus hier. Die sehen dann so aus, sind auch nicht unbedingt immer ganz so gleichmäßig. Ja, sehen schon aus wie handgemacht, ne? Ja. Und da wir das Ganze nachher auch nicht rollen, sondern einmal falten, ja, es ist letzten Endes egal, was ihr wählt. Beide sind sehr lecker vom Geschmack her. Die hier vielleicht sogar noch einen Tacken besser. Aber wie gesagt, als allererstes haben wir hier unser Hackfleisch. Das packen wir schon mal in die Küchenmaschine rein, weil wir auch nachher alles schön einfach damit verkneten. 500 Gramm Rinderhack. Dann können wir schon mal mit dazugeben das hier. Und zwar ist das ein Lammajun-Gewürz. Direkt vom türkischen Supermarkt mit allem, was man eigentlich braucht. Und es gibt auch diesen typischen Geschmack. Was haben wir drin? Zutaten: Paprika, Edelsüß, Petersilie, Oregano, Zwiebeln, Knoblauch, Granulat, Salz. Also jetzt alles kein Hexenwerk. Und ja, riecht super. Ich kenn's. Da geben wir einfach mal so 2 Esslöffel mit rein. Besser haben als brauchen. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier in unseren Mixer ein bisschen Gemüse reinpacken. So grob klein schneiden. Zwiebel einfach etwas klein. Und dann rein in den Mixer. Das sollte man vorher am besten aufmachen. Eine Zwiebel reicht, eine behalten wir uns für gleich noch über, die wir noch brauchen nachher. Dann haben wir hier eine rote Spitzpaprika. Auch das ziemlich einfach. Einfach in die Kerne einmal raus. So ein bisschen die Plazenta, sprich das Weiße hier raus. Grob klein mit dazu. Und du hast den ersten Zuschauer. Die erste Zuschauerin, ja. Ist auch schon wieder voll gesabbert. Voll gesabbert nicht, aber dreckig irgendwas wieder im Fell. So, hier haben wir grüne Spitzpaprika, diese schönen schlanken. Die gibt es in süß, die gibt es in mittelscharf. Gibt es, glaube ich, sogar in scharf, ne? Die meine ich auch, die gibt es auch wirklich in scharf. Ja. Ich habe hier mittelscharfe genommen. Geschmacklich wirklich top. Passend zu jedem türkischen Gericht. Ich glaube schon fast 2 reichen. Dann haben wir noch Knoblauch. Dann nehmen wir mal 3 Zehen. Nur grob das Papier, wollte ich gerade schon sagen, die Pelle hier abmachen. Die Verpackung. Die Verpackung quasi. Deckel drauf und dann alles ordentlich vermischen. Ja, Popeye. Ja. So. Hast du heute keinen Spinat gehabt? Das ist das hier, Spinat. Nein, das ist
Petersilie, Blattpetersilie, wie immer fast wieder vergessen. Ich vergesse sie dauernd. Beim letzten Video war das auch so. Einfach vergessen, reinzutun und darum etwas später, aber völlig egal. Wir hacken das einfach schon mal ein bisschen vor. So. Die Stängel können übrigens auch mit rein, aber hier die untersten Enden doch ein bisschen holzig. Von daher lassen wir die raus. Hier. Ja, wir schmeißen mich mit so einem Petersilie-Stängel. Ja. Wahnsinn, oder? Ich glaube, du bist unterhopft. Kann das sein? Ja, das kann sein. Aber ich habe schon zwei Bier da stehen. Ja. Jetzt fängt dein Verstand an zu arbeiten. So langsam. Ich hack das direkt durch und tu das mit ins Fleisch. Und fertig. So. Dann braucht es gar nicht mehr mit in die Küchenmaschine oder in den Mixer mit rein hier. Einfach so eine Handvoll. Zack. Das schmeckt ja übrigens super, ne? Oder anderthalb Handvoll. Dann wird das hier auch noch mit reinmachen. Ich liebe Petersilie in Hackfleisch, in diesen türkischen Gerichten. Immer wieder super. Da. So. Zack. Und dann unsere kleine Mischung hier. Man sieht's. Sieht also gut aus. Gibt ganz, ganz, ganz viel Geschmack. Und dann noch ein ganz bisschen Tomatenmark. So, auch mal so Pi mal Daumen, 1 bis 2 Esslöffel. Na, sind eher 2. Und ich gebe noch ein bisschen Paprikapulver mit dazu. Ich nehme ja am liebsten immer das von Leo. Paprika süß, so kräftig im Geschmack, dass man es nachher noch rausschmeckt. Ich finde es super. Einfach noch ein Esslöffel mit dazu. So, dann können wir auch schon mal durchkneten und mach mal ein Bier auf. Richtig. Wie trinkst du? Ja, es gibt ja diesen Trick, indem man einmal kurz das Ganze bewegt, weil hier oben das manchmal so ein bisschen festspackt, das Gummi. Und dann knallt es besser. Dann? Prost. 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 Fleisch ist soweit auch fertig. Und es duftet wirklich richtig gut. Oh, herrlich. Genau so muss das. Jetzt, wie gesagt, die einfachste Variante. Wir brauchen uns unser Brot nicht mehr fertig machen, weil es hier quasi schon fertig ist. Wir nehmen uns etwas Fleisch und streichen das auf diesen Fladen. Ich habe jetzt hier reichlich Fleisch genommen. Eigentlich kommt ja auf eine türkische Pizza etwas weniger. Das ist die Variante für mich. Oder für mich. Ich mag es auch gerne lieber etwas mehr. Wie gesagt, viel hilft viel. So, das haben wir jetzt schon fertig belegt. Dann ab damit zum Grill. Na, damit noch nicht, aber ab zum Grill schon mal. So, ich habe hier mal eine Pfanne mit einem Deckel vom Dutch Oven genommen, weil ich nachher noch ein bisschen Käse schmelzen will. Deswegen brauchen wir am besten gleich noch einen Deckel. So, da haben wir etwas Öl. Lassen wir einmal kurz vermischen. Ein bisschen weniger hat es auch getan. Du hast gerade gesagt, viel hilft dir. Ja, nicht immer. Ich habe dich angelogen. So, unseren Fladen haben wir jetzt hier. Den einmal in die Pfanne rein. Zack. Also größentechnisch sind wir schon am Limit, ne? Dann bereiten wir uns hier noch ein bisschen restliche Zutaten vor, die wir gleich dann noch mit reingeben. Rote Zwiebeln passen immer. Einfach in Streifchen schneiden. Etwas Salat schneiden wir es auch noch klein. Ich habe hier Eisbergsalat genommen. Passt eigentlich immer zu jedem Salat. Und ich glaube, ich habe auch noch nie in einer Pizzeria was anderes gekriegt als Eisbergsalat. Dann bereiten wir uns noch etwas Käse vor. Sprich, wir legen uns den schon mal hier passend hin.
Und etwas Mozzarella. Auf den vielfachen Wunsch einer einzelnen Person nehmen wir Mozzarella. Ja. So, ich drehe mal hier einmal kurz mal drunter schauen. Naja, Hitze ist auf jeden Fall ordentlich vorhanden. Von daher einmal drehen. Oh ja, perfekt. Oh, mega. Hitze reduzieren. Käse drauf. Noch mehr Käse. So, den Deckel einmal drauf. Jetzt warten wir nur ganz kurz. Ich hoffe, es passt noch, dass der Käse... Man sieht dich nicht, wenn du da stehst. Ich dachte, du hast mich jetzt gefilmt. Nee, habe ich nicht. Da ist der Deckel zu. Da ist er, jetzt wird es da nicht interessanter. Geh mal. Und jetzt? Jetzt kannst du reden. Du verarscht mich doch. Jetzt bin ich raus. Ich habe den Deckel drauf gemacht. Gut, ja, damit jetzt, der Käse schmilzt. Richtig, ne? Und da warten wir jetzt noch mal kurz drauf. Wenn das funktioniert, wäre ich glücklich. Weil, wie gesagt, die Temperatur ist hoch. Ich habe es jetzt etwas runtergedreht. Und du kannst, glaube ich, schon mal wieder nach vorne gehen. Dann machen wir den Rest nämlich da. Ein bisschen verlaufen. Das reicht. So. Dann haben wir noch Zwiebeln. Etwas Eisbergsalat. Dann, was ich immer sehr, sehr geil finde, ein bisschen Sumach geben wir noch dazu. Sumach passt also perfekt zu solchen Gerichten. Boah, herrlich. Und hier haben wir eine Sriracha-Soße, und zwar eine Sriracha-Mayo. Einfach so, und jetzt klappen wir das einfach zu. Und er ist von beiden Seiten perfekt, möchte ich mal behaupten. Sieht richtig gut aus. Er duftet toll. Und beiß mal rein. Genau, das fehlt noch. Wir beißen rein. Und zack, haben wir hier sogar drei liegen. So mag ich das. Ich schneide mal durch. So. Und es duftet wirklich, wirklich gut. Mm. Es schmeckt absolut geil. Genauso wie es sein muss. Also, wenn mir das vorsetzt, Unterschied zur Pizzeria, null. Und das ist ein Lob, weil die machen eigentlich bei uns ganz gute davon, türkische Pizzen. Also die schmeckt wirklich, wirklich top. 1A. Ja, und wie gesagt, ganz viele, ganz schnell gemacht. Super einfach, super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Es ist wirklich einfach und schnell. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freundlichen Kommentar wäre super. Daumen hoch natürlich auch und Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao.